Was ist, wenn ein Würfel entscheidet, auf welches Gleis man am Bahnhof gehen muss? Und egal welcher Zug dort fährt, man muss ihn nehmen. Ja, würde ich sagen, machen wir es einfach. Freundinnen und Freunde draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Flavio Stucki. Ein Würfel entscheidet, wo wir anreisen mit dem Zug. Wir sind hier am Bahnhof zu Basel und die Regeln dazu sind eigentlich ganz einfach. Simpel. Easy. Cozy. Jeder von uns hat einen Würfel, mit dem insgesamt fünfmal umsteigen, das heisst fünfmal Würfel. Und wir dürfen nur Züge nehmen, die in der Schweiz fahren. Für die, die nicht wissen, wie ein Würfel aussieht, das ist jetzt so ein Würfel. Und am Schluss leiten wir uns an. Und der weiter weg ist von Basel, Luftlinie gesehen, der hat das Ganze gewonnen. Und der andere ist einfach ein wacker Dude. Ja. Und das Lustige ist eben, es kann sein, dass man nebeneinander fährt und dann gerade wieder zurück und wieder nebeneinander und dann wieder zurück. Oder dass man irgendwie im Graubünden landet, innerhalb von zweimal umsteigen und dann hat man den Salat. Ja moin. Die guten alten Legra-Zeiten. Wie wir zu Basel sind und der Bahnhof 14 Gleis hat, würfeln wir zweimal. Das heisst, dass man auch die Chance hat, dass man auf ein anderes Gleis kommt. Jetzt 14 Gleis. Jetzt mehr als 14 Gleis? Es also hat mehr als 14 Gleis, gut. Ich hoffe so hart im Fall, dass ich jetzt nicht auf Zürich muss fahren. Eins. Drei. Plus. Sechs. Nochmal drei. Okay. Auf Gleis 6. Ich muss auf Gleis 6 gehen. Also, let's do this, eh? Drei? Drei? Du machst jetzt noch drei. Oh! Wir haben hier auf dem Gleis 7 haben wir gesehen, dass gar kein Zug fährt. Das muss ich halt nochmal würfeln, oder? Fünf. Fünf. Und sechs. Nein! Was? Nein! Können wir vergleichen zu? Ist ja mega langweilig, Alper. Boah, wir fahren jetzt auf Liestl. Liestl, kennt ihr von euch Liestl? Der, der Liestl kennt, gönnt etwas. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Liestl angekommen, im Baselbiet. Und jetzt tust du zuerst würfeln. I throw the key. Gleis 3. Gleis 3. Eine 5 gibt's nicht. Muss noch mal. Ich kann noch hier. Eine 1. Gut, da trennen sich unsere Wege. Trennen sich unsere Wege? Ja. Da trennen sich unsere Wege von heute. Ciao, ciao. So, hier fährt der Zug hinter mir ab. Wir sind jetzt in Lausen. Das ist gerade neben Liestl in Basel-Land. Also ich bin absolut nicht weit gekommen. Und wir haben den Stucki verloren. Stucki, du Spass, die Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus. An dem haben wir nur die Möglichkeit, dass wir das Gleis 3 haben, wo der Zug auf Liestl geht. Oder hier das Gleis 1, wo weiter ins nächste Kaff geht. Das heisst, wir werden wahrscheinlich nicht so vom Fleck kommen. Es 3. Nice. Gehen wir wieder zurück auf Liestl. Jetzt kann ich wieder 15 Minuten warten. Und dann geht es wieder zurück auf Liestl. So, jetzt hat es richtig gelohnt, hier hinzufahren. Jetzt wieder zurück. Ich hoffe mal, ich komme weiter nachher. Wow, da bin ich schon lange nicht mehr. Und weil ich ja wieder zu Basel bin, würfle ich jetzt nochmal zweimal. Ja, wir werden sehen, was rauskommt. Eine 1. Und eine 5. Gleis 6 nochmal. Nochmal Gleis 6. Also wenn ich jetzt nochmal auf Liestl muss. Das, oh. Also Gleis 6 ist da. Kann man schauen, wo das hinfährt. Also das Gleis selber fährt ja nie nicht hin, aber ich im Zug auf dem Gleis. Fucking Jackpot, Alter. Am Badischen Bahnhof und der Zug fährt erst in einer halben Stunde. Wow, hey. Ich komme nicht mal aus Basel raus, nein. Ich bin von Basel auf Liestl. Wieder zurück auf Basel und dann von Basel auf Basel. Weil es nicht wirklich Sinn macht, an einen Bahnhof zu fahren, wo praktisch alles nach Deutschland fährt, würfle ich jetzt nochmal. Also, jo, let's do it. 1 plus 4 ist 5. Auf Rheinfelden. Weh. Liestal. Das heisst jetzt insgesamt auch, dass schon 3 von 5 Runden gespielt sind. Das heisst, es sind noch nur noch 2 Runden übrig. Ich weiß nicht, wie weit das noch langt. Sind wir hier heute nicht schon mal gesehen? Tja, moin, doch, sind wir gesehen, fahren mit Flavio Stucki. Aber genau, eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, wir würfeln jetzt das nächste Mal. Vielleicht tue ich hier auf die Kante stellen. Let's go. Oh!
Es 3. Ah, tja moin. Wir fahren Zug auf Basel. Ja, und im Zug auf Basel habe ich dann lustigerweise ein paar Kollegen von mir getroffen, die ich einfach von sonst kenne. Und das war eigentlich noch recht lustig, weil sie haben etwas vom Mac dabei hatten. Mac. Der kriegt sich seit einem Mac kriegt er sich nicht mehr ein. No joke, der ist durchgängig am Lachen. Durchgängig? Durchgängig. Bro, hä? Durchgehend. Ah. Gut, ich bin wieder back in Basel. Nach 4 Runden hat es sich absolut gelohnt bis jetzt. Dafür habe ich sehr getroffen. Okay, ein 2. Du darfst zum zweiten Mal würfeln. Ich mache auch ein Video, warte. Ein Video? Ja. Drei. 23. Nein, was 23? 5. Aha. 5. Rheinfelden. Rheinfelden. Wir gehen jetzt hier auf Rheinfelden. Ich habe gerade gesehen, dass der Adi, glaube ich, den gleichen Zug muss wie ich. Das ist so ein Dreckszufall. Digga, ja, der ist schon eingestiegen jetzt hier wahrscheinlich. Nein, du laberisch. Nein, ich weiss auch anstiegen. Du meinst komplett ernst. Ich hatte nochmal gewürfelt, weil ja, macht wirklich keinen Sinn, am Badischen Bahnhof zu gehen. Hast du mir jetzt gesehen, da reinlaufen, dass du gerade in den gleichen Wagen gekommen bist? Nein, du bist ja dran vorbeigelaufen und dann habe ich gedacht. Bro! Gut, sind wir zu Rheinfelden angekommen? Die Situation ist die, der Adi ist fertig. Ich das ist sein letzter Stopp, er ist zu Rheinfelden. Ich muss jetzt noch zweimal würfeln. Und ja, würfeln wir doch gerade mal hier in der nice Bibliothek. Was ich noch sagen wollte, ich reise jetzt mit dem Stucki mit, weil es macht keinen Sinn, dass ich jetzt auch hier warte, den ganzen Tag. Ich tue dich supporten. Lebendiges Wissen. Drei. Ah, wir sind auf dem Gleis 3. Wir sind auf dem Gleis 3. Auf Möhlin! Wir gehen auf Möhlin! Schau. Das war jetzt aber low-key funny gewesen. Ja, ist ein Video. Ja. Hast du schon mal ein Bild gemacht, während die Zugtür halb um sein Quatschen ist? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich schon? Im Moment hätte ich noch gewonnen. Aber vielleicht wird mir jetzt der Sieg einfach weggewürfelt, Mann. Weggewürfelt? 2. Er fährt zurück auf Rheinfelden. Wir haben jetzt auf dem ganzen Weg haben uns 1, 2, 3, 4. Dann ist unentschieden. Dann ist schon unentschieden. Nein! Liegen, ihr steht einfach. Rheinfelden. Wir haben es geschafft, nach 5 Runden uns etwa 17 Mal zu kreuzen. That's what she said. Das Ding war, wir haben gedacht, die Challenge funktioniert besser. Das heisst, man hätte ja theoretisch auf Zürich können und von Zürich wäre die Chance sehr, sehr gross gewesen, dass man halt irgendwie auf Winterthur oder auf Luzern oder weiss ich wo hin geht. Man hat zwar gewonnen, aber es wäre Abfuck gewesen. Voll. Es wäre halt dann Abfuck gewesen, aber es ist leider nicht eingetroffen. Aber wie gesagt, wir tun die Challenge nächstes Mal optimieren. Wir machen eigentlich eine extreme Version, also wirklich extrem. Aber wir sind jetzt in Rheinfelden und ich muss jetzt schon am Stück etwas zeigen. Ich meine, wenn wir schon da sind. Was denn? Das siehst du jetzt denn? Komm! Also wirklich, das ist jetzt nur in Rheinfelden, das gibt es nie anders auf der Welt. Tramps! Sideflip! Ei! Ich kann dir auch modulieren. Gibt es zwei Leute, die ein bisschen zu unserem Chapter kommen? Das kommt leider. Never ever slip. Du kannst mal üben und wie geht es euch? Rückensensation. Rückensensation. Jetzt mal ohne Scheiß entfallen. Ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nie so etwas abgespaced gesehen. Hast du gesehen, wie die den Beat gemacht hat? Kannst du schnell filmen? Bro. Brückensensationen! 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 Gut, dann war es gesehen. Von dem Videosystem hat nicht ganz so funktioniert, wie mir das gedacht haben am Anfang. Wir sind eigentlich relativ in der Region geblieben. Aber an sich so das Grundprinzip von der Idee finde ich trotzdem relativ nice, dass man auch mal einen Würfel nimmt, wenn man nicht weiss, was machen und dann in die Bahn reist. Die Idee habe ich unabhängig vom Adi. Dann würde ich sagen, schaut beim Stucki vorbei auf seinem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli.
Du gehst jetzt auch einfach... Nein! Nein! Nein!